So, jetzt haben wir Nadine Smith hier, Robert-Schumann-Turnier, erster Tag immer noch. Wir stehen jetzt im Eingangsbereich. Du bist seit 2003 im Verein. Wie oft hast du das Robert-Schumann-Turnier schon gesehen? Auch jedes Jahr? Ja, so gut wie. Also ich glaube so ab der C-Jugend regelmäßig. Davor wusste ich glaube ich noch nicht so unbedingt, dass das gibt, aber sagen wir seit 2004 bestimmt jedes Jahr. Seit 2012 gehörst du zur ersten Mannschaft, da hast du dein erstes Bundesligaspiel gemacht. In dieser Saison wanderst du wieder, wie in der letzten Saison, zwischen den Mannschaften hin und her. Also, wie in all den letzten Jahren eigentlich, als du noch in der Jugend gespielt hast, aber jetzt zwischen erster und zweiter Mannschaft. Wie schwer fällt das, sich auf zwei verschiedene Mannschaften zu konzentrieren? Ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil natürlich die Leistungsunterschiede im Paket größer sind, also die Intensität, aber sonst geht es eigentlich ganz gut, weil ich halt in beiden Mannschaften unterschiedliche Rollen habe. Bei der ersten, da ziehe ich halt mit und kämpfe und bei der zweiten kann ich dann halt mehr und mehr so die Rolle auch übernehmen, ein bisschen zu leiten. Das entspricht mir auch ganz gut als Rückraummitte und deswegen passt das ganz gut. Wenn du die Wahl hättest zwischen erster und zweiter Mannschaft, vielleicht gemeine Frage, aber du darfst ja ein Spiel angucken oder bei einem Spiel dabei sein. Für welches würdest du dich entscheiden? Naja, vom Herzen her wahrscheinlich am liebsten Erste, aber ich denke so, wenn man es betrachtet, was für mich am meisten bringen würde, Zweite. Ganz klar. Dann reden wir auch als Erstes über die Zweite. Letztes Jahr wart ihr Vizemeister. Was ist dieses Jahr drin? Wie ist die Mannschaft? Wie schlagt ihr euch in der Vorbereitung bis jetzt? Ja, also Vorbereitung läuft ganz gut. Wir haben auch jetzt zur Mannschaft gefunden, haben ja ein, zwei neue, ein paar aus der A-Jugend, ein paar Abgänge, aber das kompensieren wir eigentlich ganz gut. Wir sind eine junge, dynamische Mannschaft und ich glaube, das wird so wie die letzten Jahre. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Gegner sind, aber wir starten durch. Mit der VfL 2, also können wir wieder in der Spitzengruppe erwarten. Und was ist mit der ersten Mannschaft? Die Vorbereitung machst du fast komplett mit, sie muss hart sein. Welche Rolle kann die erste Mannschaft in der Bundesliga spielen? Und dann gleich dazu gefragt, welche Rolle spielt Nadine Smith in der ersten Mannschaft? Ja, die erste wird, glaube ich, auch so wie die letzten Jahre auf jeden Fall vorne mitspielen. Wie weit es dann reicht, weiß ich nicht. Wir spielen uns ja jetzt auch erst noch ein. Wenn die Mannschaft sich findet, dann denke ich, da können wir uns auch auf die Saison freuen. Ja, was mit Emir ist, bin ich auch selber gespannt. Ich hoffe natürlich, dass wir die letzten Jahre mal wieder auf der Bank sitzen und vielleicht die ein, zwei Minuten auf die Platte, aber mein Augenmerk ist halt in der Saison auf jeden Fall bei der zweiten.